Bad Surprise ist eine Missions-CD-Karte, die direkt hält, was sie in ihrem Namen verspricht, denn der Start ist ungewohnt chaotisch. Eure Siedlung wurde von feindlichen Saboteuren infiltriert, die einige Gebäude zerstören werden. Noch dazu könnt ihr nicht direkt mit dem Wiederaufbau loslegen, da eure Spezialisten in diesem Krater eingesperrt sind und erst befreit werden müssen. Euer Ziel ist es, die Mayas zu besiegen, indem ihr den Platz mit dem Totempfahl und den drei Feuerschalen erobert, also im Prinzip die beiden hinteren Burgen einnehmt. Die Mayas stellen aber keine Bedrohung dar, da sie ebenfalls eingeschlossen sind. Sie werden aber von zwei Wikinger-Siedlungen unterstützt, die ebenfalls zerstört werden müssen. Grün ist aber die kleinere Bedrohung und neigt meiner Erfahrung nach zu kleinen Angriffen mit schlecht ausgebildeten Truppen, während Gelb durchaus mit größeren Armeen und Level 2 Soldaten anrückt. Beide starten auch noch mit Kampfkraft über 100%. Das scheint erstmal überwältigend, aber die Karte gibt uns alles, was wir brauchen. Die Bodenschätze hier sind maximiert, unsere Minen bringen also ihre volle Leistung. Es gibt zwei Gebirge, die für uns relevant sind. Das nördliche enthält Kohle, Eisen und Stein an seinem östlichen Ende. Den Stein erschließt ihr aber am besten mit Pionieren und dem Abkürzungszauber. Am westlichen Ende finden wir nochmal Eisen und Kohle. Einige Teile des Gebirges sind auch leer, aber hier eignet sich der Hang gut zum Weinanbau. Im Süden finden wir ein weiteres kleines Gebirge voller Kohle und Gold. Östlich eurer Siedlung ist außerdem ein Schiffswrack, wo ihr Wein abgreifen könnt. Der Anfang ist aber etwas durchgetaktet. Schickt eure Soldaten weg vom Gebirge, damit die feindlichen Geologen für euch schon mal nach Rohstoffen suchen. Euer erster Priester muss so schnell wie möglich zum Krater. Im Krater selbst schickt ihr den Hauptmann, der mit eingeschlossen wurde, um die beiden Saboteure am Turm zu töten. Den Turm wollen wir zwar eher nicht behalten, aber wir wollen uns auch nicht die Zielobjekte nehmen lassen. Wenn ihr auf die Zielobjekte verzichten könnt, solltet ihr trotzdem den Turm retten. Wenn eine der feindlichen KIs ihn erobert, solltet ihr später in der Lage sein, die Patrouillen dorthin abzufangen. Während euer Priester und danach eure Spezialisten unterwegs sind, könntet ihr mit Dieben den Wein vom Schiffswrack holen, allerdings wird euer Tempel nicht mit der Verarbeitung hinterherkommen. Die beiden Weingüter solltet ihr aber schon mal mit einem ordentlichen Arbeitsbereich ausstatten. Ihr könntet auch schon einige Gebäude platzieren und mit Dieben die Waren und Werkzeuge manuell dorthin bringen. Ich würde aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Siedler die Waren dann auch für das Gebäude verwenden, das ihr beliefert habt. Sobald eure Spezialisten angekommen sind, könnt ihr mit dem Aufbau eurer Siedlung beginnen. Hier müsst ihr schon einigermaßen getaktet spielen, aber es ist absolut möglich. Eure zwei Getreidefarmen können für das erste Brot sorgen, einen Fischer habt ihr auch schon und ihr startet mit zwei Jägern. Sobald eure Eisenmine steht, könnt ihr die Jagdhütten platzieren und eure Fleischproduktion eine Zeit lang darüber abwickeln. Da ihr Metzelminen haben werdet, kann eine Eisen- oder Goldmine locker zwei Schmelzen versorgen. Hütet euch aber davor, an einer Stelle zu viel gleichzeitig bauen zu wollen und passt auf, dass ihr in keinen Siedlermangel geratet. Ein Trick, der sich hier eignet, ist der Bau von kleinen Wohnhäusern an den Orten, an denen ihr später Schmelzen und Schmieden bauen wollt. Wenn ihr die Häuser später abreißt, solltet ihr dort Metzelbaupunkte haben, an denen die Planierphase direkt übersprungen wird. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr keine großen Probleme haben, die feindlichen Angriffe abzuwehren. Beachtet aber, dass die KI sowohl Axtkämpfer besitzt, als auch Gebrauch des Hammerzaubers gegen Türme macht. Ihr solltet also entweder mehrere Türme besitzen oder die Angreifer vorher abfangen. Sobald eure Soldatenanzahl an die der einzelnen KIs rankommt, sollten sie euch auch in Ruhe lassen. Danach könnt ihr eure Armee aufbauen und nacheinander die drei feindlichen Siedlungen zerstören. Der Abkürzungszauber kann dabei den Weg zu den Mayas deutlich verkürzen. Insgesamt fühlt sich diese Karte an wie eine Buddelkarte, nur eben im Singleplayer. Sie ist auch ein Beispiel dafür, dass man eine spezielle Ausgangssituation erschaffen und die Schwierigkeit trotzdem sehr gut balancieren kann. Man hat zwar nicht viel Raum für grobe Fehler, aber alles in allem ist die Karte meiner Meinung nach ziemlich perfekt balanciert. Was es auch sehr angenehm macht, sie zu spielen, selbst wenn es beim ersten Mal nicht gut laufen sollte. Wenn ihr die Karte unbedingt schießen wollt, könnt ihr das aber trotzdem tun. Zum einen gibt es mindestens einen guten Ort für eine Siedlermauer, zum anderen könnt ihr theoretisch den Turm im Krater als S-Turm nutzen. Dann müsst ihr euch zwar um Schaufeln kümmern, aber da ihr bereits Zugang zum Geschenkzauber habt, müsst ihr dazu nur einen Ort finden, wo ihr eine Werkzeugschmiede bauen könnt, ohne planieren zu müssen. Ich werde euch nicht sagen, wo es einen solchen Ort gibt, aber ich kann euch sagen, dass es mindestens eine Möglichkeit gibt. Aber wenn ihr die Karte so spielen möchtet, müsst ihr den Rest schon selbst rausfinden. Und ich würde es auch nicht empfehlen, denn diese Karte ist eine ziemlich gute Lernerfahrung mit einigen möglichen Strategien.